Alice gefällt es ihr auch. Anscheinend. Willkommen, Leute, zu Alice Madness Returns. Wir sind jetzt im Haus vom Anwalt Jay Radcliffe. Und ja, die Nanny hat uns eine Halsschriftrolle aus Pergament mit Zeichen aus indischer Tinte. Radcliffe und meine Chinesen erfanden diese Tinte. Dadurch mischen von Russ, Lampenöl, Edelshaut, Gelatine und Moschus. Er weiß erstaunlich Dinge. Okay. Ja, was ich sagen wollte, wir haben im letzten Part haben wir das Wasserlevel erfolgreich geschafft. Der Zimmermann und das Walross haben alle Fische abgemurkst und ja, jetzt sind wir wieder in London, wahrscheinlich, denke ich mal. Und wir sind jetzt im Haus von Jay Radcliffe, dem Anwalt. Er hat gemeint, komm hoch, aber wir gehen erstmal hier rein. Hier ist keiner. Sein Hut. Ah! Professor Layton! Wie heißt nochmal der kleine Junge? Toby oder wie heißt er? Keine Ahnung. Der wäre auch irgendwo in der Nähe. Ach, das brauche ich nicht. Radcliffe, der aus spannendem Dröges machen kann. Hä? Radcliffe, der aus spannendem Dröges machen kann, sagte, die gebogene Klinge sei ein Meitu-Katana des 16. Jahrhunderts und die kürzere ein Wakichashi. Beide Samurai-Wachen. Was? WTF, ich kann nicht mehr lesen. Radcliffe. Hey, Ebenezer Scrooge! Humbug! Humbug! In fetter Version. Sie haben mein Kaninchen. Hast deine Manieren vergessen? Was wollte ich sagen? Noch? Du hast es in Rutledge zurückgelassen, meine Liebe. Das hatten wir doch schon. Beleidigt, wie üblich. Triefend vor Dünkel und wirren Vorwürfen. Ich hätte ihr Kaninchen gestohlen. Lächerlicher Vorwand. Sie ist wieder wegen des Feuers hier. Das Einzige, worüber dieses verrückte Girl sprechen will. Laut meinem Bericht starb die Familie durch einen Unglücksfall. Sie will es nicht akzeptieren, kommt immer wieder mit ihren mörderischen Erinnerungen. Will unbedingt die Wahrheit erfahren. Wahr ist aber wohl, das Feuer brach in der Bibliothek aus, als die Katze eine Lampe umstieß. Eltern und Schwester wurden oben von den Flammen eingeschlossen. Ihre Schwester Lizzie schloss nicht mal die Tür auf. Starb im Bett. Dass die Katze schuld sein soll, macht sie rasend. Sie verneint es. Das macht keinen Sinn, kann nicht sein und so weiter. Stimmt. Ich hatte von Anfang an den Eindruck, Alice sei eine Pyromanie. Sie hatte diese Fixierung auf Feuer. Als ich einmal anmerkte, dass sie selbst vielleicht eine größere Rolle bei diesem Drama gespielt hat, bekam sie eine Art psychotischen Schub. Alter! Alice rastet aus. Die wird nicht grün, die checkt alles in Brand. Oh Mann, oh Mann. Hab ich ihm den Kopf abgerissen? Ich wollte es. Was von meinem Hirn übrig ist, wird explodieren. Ist es verrückt, für bessere Halluzinationen zu beten? Vielleicht ist es mein Schicksal, hier zu sterben. Alter... War das jetzt eine Halluzination? Also der bewegliche Habe verschwunden, nichts als Staubfleck und Tabak gestanden. Keine Spur vom Bericht des Leichenbestatters, Beschauers. Geschweige denn vom Kaninchen, verdammt. Hat die das jetzt geträumt oder war das jetzt, ist jetzt in die Zukunft gereist oder war es eine Reise in die Vergangenheit? Ja, es hat doch was, Scrooge. Jetzt gleich kommt der Geist der vergangenen, der zukünftigen Weihnacht und ja. Jetzt können wir bestimmt hier rein. Alles weg. Verstehe ich jetzt nicht. Hat er das alles nur geträumt? Schon so eigenartig. Hier können wir rein. Ach, können wir da nicht raus anscheinend. Ja, hier können wir nicht raus. Die Sperre hält ungewünschte Gäste ab. Legt nahe, dass er schlecht verkauft hat. Gerade erst weg. Schnell. Hier kann ich nicht durch, aber ich erinnere mich, dass es eine Hintertür zur Gasse gibt. Aber ich verstehe das jetzt nicht. Was? Eine Halluzination von Alice jetzt mit dem Typ? Oder sind wir jetzt einfach in die Zukunft gereist? Wir haben Winter. Und es wird blau um uns. Und das Spiel hängt. Ein Augenblick. Und wir sind wieder da. Schneeberge. In der Mitte. Eine Sonnenuhr. Nein! Was?
Was? Diese Figur, das haben wir am Anfang gesehen, das Vieh. Warum zum Teufel? Pilze? Was ist hier los? Das ist aber auch ein geiler Story-Twist. Ist das krank? Ich war es, kein Zug. Der hat aber schneller umgezogen, ey. Leck mich am Arsch. Verfall. Er zerstört das ganze Wunderland. Suchst du Zuflucht vor der bösen Welt? Vielleicht sehen die Dinge nur so aus, als wären sie die Hölle. Du bist kein guter Lügner. Und ich bin längst nicht so dumm. Aber eine etwas weniger katastrophale Welt wäre angenehm gewesen. Dieses komplette Desaster ist dein Werk und es wird noch schlimmer. Dein Zug folgt deinem höllischen Fahrplan. Tu etwas. Zeit wartet nicht. Die Veränderung hat eingesetzt. Dieser Zug versetzt mich in Angst und Schrecken, Katze. Such dir eine andere Aufgabe. Gibt es wirklich so wenig Hoffnung? Noch viel weniger. Und wenn die Angst dich lähmt, sind wir verloren. Na, Fall der Verdammung. Sehr einladend. Der Gegner wird jetzt auch noch zeigen. Kann das sein? So, noch mal die Zähne ein. Und dann komm mal her. Machen wir das mal schnell. Der Gegner wird einfach zu oft recycelt. Aha. Und dann kommt er her. So, komm. Ah, ich wusste, dass ich da hängen bleibe. Jawoll. Gesundheit wieder hergestellt. Super. Das sieht aber auch episch aus, oder? Das sieht schon so an, ey. Oh. Hammergeil, Alter. Das nimmt das Thumbnail. Wow. Hammergeil. Ich darf nicht so schreien. Sehe ich was? Was ist das denn? Ja, pfeift in den Shisha rein, du. Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem ersten Schritt. Ein Schritt von der London Bridge könnte meine Reise beenden. Versagen als dein Vermächtnis? Ich hoffte, du seist mutiger. Alter, haut dich jetzt mal eine Shisha ein. Leck mich am Arsch. Oh Gott. Können wir denn mal wieder... Ich glaube, ich bin bekloppt, ey. Aber wir sind immerhin jetzt aus der Wasserwelt raus. Und wir haben alles geschossen. Finde ich super. Ist super. Nein, warte auf mich. Warte auf mich. Ah. Hammerhart, ey, was hier abgeht. Oh, das ist ein Shisha. Ich bin klopp. Da geht's weiter. Also mit der Überlegung im Wald, dass wir in den Wald zurückkehren, war ja gar nicht so verkehrt. Böse Gegner.
Ah, da machst du drei. Du kannst mich nicht finden. Wieder ein Shisha, geht jetzt wieder gut. Dieser schwadige Sips scheint nur so schwach und substanzlos wie dein Vertrauen in ihn. Er wird dich tragen. Vertrau mir. Oh Mann, Mann. Was ist denn da wieder? Fehler erweisen. Aber ist noch okay. Eine goldene Flasche. So. Allerdings müssen wir auch darauf achten, dass wir unsichtbare Schweineschnauzen nicht übersehen. Ich traue dieser Finsternis ganz. Sag ich doch. Schön. Ein Augenblick, Leute. Ist kurz hängen geblieben, dann machen wir's. Wer hat denn Dani? Handgeschissen, ey. Hallo, hallo. Was ist das? Wer soll das denn sein? Oh Mann. Was soll das denn sein? Nilpferd? Ist irgendwas in der Mitte? Aber ich schau erstmal hier. So viele Flaschen! Schon drei! Meter gegangen. Hey Gott. Ich doof, oder sieht's so richtig aus? Ich bin nur doof. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Wieso habe ich das Gefühl, dass wenn ich die Teekanne-Kanone aufnehme, dass der Tisch verschwindet und ein Riesenmonster. Ach! Seht mal da. Das ist ein Riesenmonster auf. Oh. Naja, das ist ja nix. Die Teekanone, noch nie da gewesen, brandneu. Spontan Teeparty schmeißen, ein Volltreffer. Die Teekanone ist ein höchst probates Mittel bei Feindgruppen. Je länger ein Schuss aufgeladen wird, desto größer ist der Radius des Einschlags. Die Teekanone kann schwache Strukturen aus der Ferne zerstören. Außer auswärts. WTF! Heilige Mutter Gottes. Das Vieh. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ich weiß nicht, mach ich das richtig? Ah! Nein, ich bin da ausgewichen.
ganze Zeit ausweichen. Was geht bei dem ab? Was geht bei dem ab? Hank, das ist mir scheißegal jetzt gerade. Ja, genau, falsche Richtung, du Hurensohn. Volle Breitseite, Eckertspiel. Bah, ey. Hast du so welche übermächtigen Gegner? Ist für dich? Piss dich mit deinem Feuerstrahl. Ah, Gott, oh Gott. Ah, fuck. Gib doch mal auf. Was ist das? Ey, sag mal, ist der nicht erledigt? Oder was hat der los? Was ist mit dem los? Ist nicht mit deinem Feuerstrahl? Ernsthaft? Was ist das Problem? Alter! Versenkt denn die Haare? Oh Gott! Das kann man auch nur in diesem hohen Terrain machen. Ekelhaft. Ist er erledigt? Ich brauche eine Pause, Leute. Bis zum nächsten Part und ciao.